Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up Puff. Das ist eine ganz besondere Folge, nämlich die 100. Folge von What's Up Puff. Martin, vielleicht sollten wir das anders formulieren. 100 Folgen Verschwörungstheorien? Ich denke, das wäre eine passende Überschrift. Ja. Es gibt nur ein Problem. Was wäre, wenn sie wahr werden? Ja, deshalb haben wir uns entschlossen, eine kleine Rückschau zu machen. Was während dieser 100 Folgen geschah? Ja. Ich hoffe, den Zuschauern gefällt es. Uns gefiel es auch, das noch einmal durchzugehen. Sehen wir, wie es läuft. Lass uns beten. Ja, beten wir. Unser himmlischer Vater, wir sind heute hier, um dir zu danken. Für all die Wunder, die dieses Missionswerk die vergangenen 100 Folgen erleben durfte. Danke auch für den Segen, das der Welt weitergeben zu können. Wir bitten dich auch, heute das Gespräch und alle Zuschauer zu segnen. In Jesu Namen, Amen. Amen. Martin, ich denke, es wäre angemessen, den Zuschauern zu sagen, was herauskam, jetzt nicht nur bezüglich des Inhalts dieser 100. Folgen, sondern auch zu all dem, was damit zu tun hat. Wie man beispielsweise die Informationen verfügbar macht, wie das Herunterladen funktioniert, wie man es anderen Menschen zukommen lässt und so weiter. Vielleicht könntest du dazu Informationen geben? Ja, beim Durchsehen der ersten Folgen merkte ich, dass sie immer noch so relevant sind wie damals, als wir die machten. Wir haben diesen Download-Server, den jetzt wahrscheinlich schon jeder kennt. Wir sind dabei, den Download-Server zu verbessern. Habt bitte noch etwas Geduld. Manchmal war er überlastet oder die Geschwindigkeit des Herunterladens war nicht so gut. Er stürzte ab oder dergleichen. Habt noch etwas Geduld, es wird besser werden. Es gelang uns, einen anderen Server zu besorgen. Dort sind viel höhere Geschwindigkeiten möglich und wir hoffen, dass das die Probleme lösen wird. Ja, denn wie du sagtest, es ist als Missionsmaterial gedacht. Wir wollen, dass Leute das bekommen und verteilen, so weit und breit wie nur möglich. Und ich denke, wir alle wissen doch, dass uns die Zeit davonläuft. Ja, definitiv. Deshalb müssen wir es in jeder nur möglichen Form verfügbar machen. Martin, wir haben verschiedene Pläne, den Menschen die Daten auch physisch weiterzugeben. Denn wir wissen nicht, wie lange wir noch Zugang zu Funkübertragungen haben, nicht wahr? Richtig. Und wir wollen das im Grunde auf der gleichen Basis machen, ohne Profit. Es soll nur an die Menschen hinausgehen, ob jetzt in Form von DVDs oder als Stick. Beides wäre möglich, sodass die Informationen von Mensch zu Mensch weitergegeben werden können, auch wenn wir irgendwann in der Zukunft von Übertragungsmöglichkeiten abgeschnitten werden. Ja, wir haben auch neue Kanäle auf Telegram. Momentan haben wir einen Kanal auf Afrikaans und Englisch. Andere Sprachen werden noch folgen. Diese Kanäle funktionieren folgendermaßen. Es ist wie ein Server. Alle Videos sind dort. Du kannst den Link mit anderen teilen, und so können die anderen auf diesen Kanal zugreifen und sich all diese Videos ansehen. Die Videos sind ziemlich kompakt, also benötigt man kein großes Datenvolumen. Das ist eine neue Initiative. Die Links setze ich gleich in die Beschreibung unter dieses Video. Großartig. Wir haben also Pläne für die Zukunft. Wir werden jeden auf dem Laufenden halten. Außerdem wollen wir natürlich unseren Zuschauern auch ganz besonders danken. Wir haben 100.000 Abonnenten erreicht. Wow, das ist wunderbar. Vielen Dank für alle Unterstützung und möge es wachsen und weiter zunehmen. Ja, denn unsere einzige Mission ist, diese Botschaft hinauszutragen, dass so viele Menschen, wie es menschlich gesehen nur möglich ist, Entscheidungen treffen können. Ja, wie du schon sagtest, die Zeit ist kurz. Richtig. Möge Gott es nehmen und wie die Blätter im Herbst oder die Fische und Brotlaibe vermehren. Ganz genau. Lass uns gleich loslegen, Martin. 100 Folgen. Sehen wir doch, wohin es uns führt. Wir sprachen vor einiger Zeit über das Haus der abrahamitischen Familie.
wobei die Welt sich langsam in eine Richtung bewegt, die großen Religionen der Welt zu vereinen. Martin, es ist interessant, dass viele Dinge, die wir in der Vergangenheit besprochen hatten, in diesen Folgen im Grunde Zukunftsmusik waren, dass dieses oder jenes ein mögliches Szenario wäre, wie Dinge sich entwickeln könnten. In dieser Folge wollen wir eine Rückschau machen. Wir werden zu einigen alten Folgen gehen und kurze Stücke daraus ansehen, was vor einem Jahr oder noch früher gesagt wurde. Das ist ein Ausschnitt vom 12. März 2020. Und wir können sehen, wie die Dinge sich längs dieser prophetischen Linie weiterentwickelt haben. Ja. And we can see how things have progressed along this prophetic line. Yes. And that is. Das ist ja eines dieser Kriterien, die man immer betrachten muss. Ist das, was gesagt wurde, Realität oder ein Hirngespinst? Oder zeigt sich das wirklich? Ja, ich möchte die Zuschauer ermutigen, ihrem Denken auf die Sprünge zu helfen, gedanklich zu diesem Datum zurückzugehen und zu erkennen, was dort geschah. März 2020 saßen wir nicht in einer Welt, wie wir sie heute haben. Nein, es gab so viele Veränderungen. Damals gab es keine globale Pandemie. Es war nur auf China beschränkt. Man soll sich das beim Anschauen immer vor Augen führen. Daran möchte ich erinnern, denn wie du sagtest, wurden wir damals dafür als Verschwörungstheoretiker abgestempelt. Ja, das würde nie passieren. Aber tatsächlich hat die Welt dann genau das erlebt. Hier ist ein Video darüber, was wir damals zum abrahamitischen Haus der Brüderlichkeit sagten. Sie bauen jetzt eine Synagoge, eine Moschee und eine Kirche, alles zusammen, Seite an Seite, in einem Komplex. Und in der Mitte haben sie einen gemeinschaftlichen Garten. Aha, der Garten ist also der gemeinsame Boden. Ja, der gemeinsame Boden. Sie beten jeweils gemäß ihres eigenen Stils an, aber dann kommen sie zusammen, um gesellschaftlichen Kontakt und Brüderlichkeit zu pflegen. Nun, das ist, wie ich glaube, wohin das alles führt. Und damit man es kurzfristig durchsetzen kann, braucht man große Katastrophen. Und je mehr die Katastrophen zunehmen, desto mehr erhöht sich der Druck, diese Dinge einzuführen. Und weil wir ja alle miteinander verbunden sind und zusammen an diesen Problemen arbeiten müssen, werden sie letztendlich sagen, jetzt haben wir genug. Friede und Wohlwollen allen Menschen. Friede, Friede. Wir werden Seite an Seite leben. Wir werden uns nicht mehr gegenseitig angreifen. Du darfst glauben, was du möchtest, solange dein Glaube unser Gemeinwohl der Brüderlichkeit nicht beeinträchtigt. Das sagten wir im März 2020. Die Frage ist jetzt, ob wir Katastrophen hatten. Ich denke, jeder kann zustimmen, dass es anfing zu eskalieren. Auch die Größe all dieser Katastrophen. Wenn man sich nur die letzte Flutwelle ansieht, die wir hatten, die Vulkane, die unter den Ozeanen ausbrachen. Wenn man sich die Stürme ansieht, die wir hatten, die Tornados. Natürlich wurde der Klimawandel in die Debatte hineingebracht und all diese Dinge geschehen. Ja, zu diesem Haus der Brüderlichkeit, sie haben an anderen Orten der Welt ebenfalls angefangen, so etwas zu bauen. Ja, in Berlin haben sie angefangen, auch in New York. Wir besprachen all diese Dinge. Es gibt also eine Eskalation, was die Zusammenarbeit der Religionen angeht. Aber es soll keine Missionierung geben. Richtig, das sagte Papst Franziskus der Welt vehement. Richtig. Aber die Bibel sagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium und macht zu Jüngern. Wir haben also einen Konflikt und dieser Konflikt wird nicht aufhören, bis der Herr wiederkommt. Sieben überwältigende architektonische Projekte, die am Golf 2022 eröffnet werden sollen. Das Haus der abrahamitischen Familie ist eines der richtungsweisenden Projekte, das irgendwann dieses Jahr fertiggestellt werden soll.
Das Projekt wurde 2019 nach der Unterzeichnung des Dokuments über die Brüderlichkeit aller Menschen durch Papst Franziskus und den Großimam vom Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb bekannt gegeben. Wir haben das alles besprochen. Diese Dinge sind also in Planung und entwickeln sich sehr schnell. Martin, wenn wir in der Vergangenheit über diese Dinge sprachen, sagten wir, dass es nicht bei der Pandemie bleiben, sondern eskalieren würde und dass es Probleme mit den Lieferketten geben würde. Wir sprachen über die Nahrungsmittelkrise und über Krisen, die sich in der Welt entwickeln würden. Und die Leute sagten, ach, das ist einfach eine Turbulenz am Horizont, das wird nie passieren. Aber wo stehen wir heute, 2022, zum Thema Nahrungsmittelkrise? Nur kurz zur Wiederholung. Das sagten wir am 12. März 2020. Und jetzt haben wir den Coronavirus. Und ich finde diesen Coronavirus sehr faszinierend. Denn erstens offenbart er eine Schwäche. Ein autoritäres Regime, welches den Virus einschränkt, und zwar durch Isolation. Aber durch die Isolation stoppt man die Bewegungsfreiheit von Millionen von Menschen. Aber nicht nur das, man stoppt auch den Fluss von Abermillionen Dollar im Handelsverkehr. Das trifft also nicht einfach nur die Menschen, es trifft auch die gesamte Wirtschaft. Es trifft die Importe. Und die Art und Weise, wie die Regierung aus ihrer Position heraus die Menschen behandelt, führt zu einer allgemeinen Unzufriedenheit. Und ich frage mich, ob das Teil der Agenda ist oder nicht. Ich möchte nicht als Verschwörungstheoretiker bezeichnet werden, aber ich denke, dafür ist es wohl ein bisschen zu spät. Aber was sind die Nachwirkungen? Die Wirtschaft hat einen Schlag abbekommen. Die Exporte haben einen Schlag abbekommen. Nimm als Beispiel die chinesischen Bauern in den unter Quarantäne gestellten Gebieten und abgeriegelten Städten. Dort gibt es diese riesigen Hühnerfarmen. Sie sitzen jetzt dort mit all diesen Hühnern. Was sollen sie mit ihnen tun? Sie können sie nicht exportieren, denn die LKWs und Züge, die sie eigentlich transportieren sollten, dürfen das nicht mehr. Das Einzige, was sie also tun können, ist, die Hühner alle zu töten. Sie schlachten also Millionen über Millionen von Tieren und das ohne die Mittel, wieder eine nachhaltige Wirtschaft aufzubauen. Mit anderen Worten ausgedrückt, es wird eine massive Nahrungsmittelknappheit geben. Und wegen dem Exportmarkt wird sich das auf die gesamte Welt auswirken. Martin, ist das nicht interessant? Das wurde schon 2020 gesagt, als davon noch keine Spur zu sehen war. Lass uns einen Cartoon ansehen, der von Fox News stammt. Das ist noch ziemlich neu. Er kam erst vor ein paar Tagen heraus. Was sieht man da? Hier steht Build Back Better Supermarkt. Es scheint nichts in den Regalen zu sein, Martin. Chips ausverkauft. Gebäck nicht lieferbar. Konserven vergriffen. Covid-Tests vergriffen. Bier nicht lieferbar. Frühstücksflocken vergriffen. Aber die gute Nachricht ist, dass Joe Biden mit dem BBB Build Back Better Kürzel auf seiner Brust mit seinem Teleprompter und seiner Gedankenlosigkeit dasteht und sagt, die gute Nachricht ist, dass wir kürzere Warteschlangen an den Kassen haben. Thoughtlessness states, the good news is that we have shorter checkout lines. Es ist also eine Realität. Ja. Das verwirklicht sich jetzt. Jetzt haben wir 2022. Das Video ist von 2020. War es eine Verschwörungstheorie oder wurde es tatsächlich Wirklichkeit? Hier haben wir einen Artikel vom 13. Januar 2022. KFC in Australien gehen die Hühnchen aus
Und in Japan beschränkt McDonald's den Verkauf von Pommes. Das gibt es flächendeckend. Und wir werden das immer mehr erleben. Ich glaube das auch. Ja. Und letztendlich sagt die Bibel, dass es Hungersnöte geben wird. Und wir steuern auf Hungersnöte zu. Martin, es ist sehr interessant, dass einige Länder wie China Nahrungsmittel horten, richtig? Ja. Und manche dieser gehorteten Nahrungsmittel umfassen mehr als die Hälfte der Weltversorgung. Betrachten wir uns einige dieser interessanten Dinge, wenn wir über mögliche Zukunftsszenarien sprechen. Ja, es ist jetzt an der Zeit, dass jeder seine grauen Zähne einschalten und ein bisschen weiter in die Zukunft schauen muss. Und sehen, wie sich diese Sache entwickelt. Erinnerst du dich, als wir damals sagten, das ist nicht nur eine kleine Turbulenz am Horizont, das ist das Endspiel. Und es gab so viel Widerspruch für diese Aussagen. Wir bekommen immer noch Gegenwind dafür. Richtig, aber immer mehr Menschen begreifen, dass die Welt sich grundlegend verändert hat. Jetzt wird etwas Neues gespielt. Wir mögen uns aus einer Krise heraus in eine andere Art von Krise bewegen, aber die Krise werden nie aufhören. Und es mag eine kleine, kurze Zeit auf Frieden geben. Nur um die Nerven zu beruhigen. Bis zur nächsten Welle. Sehen wir uns diesen kleinen Videoclip an, der sehr interessant ist. Haben Sie sich über die wachsende Inflation beschwert? Sind Ihre monatlichen Ausgaben gestiegen? Zahlen Sie jetzt mehr für das alltäglich Notwendige für Sachen wie Reis, Speiseöl, Hülsenfrüchte und anderes? Wenn das so ist, sind Sie nicht alleine. Das passiert weltweit. Zum Beispiel in Indien nimmt die Inflation sprunghaft zu. In Sri Lanka gibt es Nahrungsmittelknappheit. In Nepal hat die Inflation ein 19-Monats-Hoch erreicht. In Bangladesch bricht die Inflation Rekorde und hat im November ein 5-Jahres-Hoch erreicht. In Pakistan reibt die Inflation die Arme auf. Aber diese Inflation wird schlimmer werden. Wegen eines Landes. China. China trägt zur weltweiten Inflation bei. Wie das? Indem sie das Getreide der Welt horten. Wie viel? Mehr als die Hälfte der Weltversorgung. China hortet mehr als die Hälfte der Getreideversorgung der Welt. Wie viel Nahrungsmittelvorrat hortet Peking? Betrachten wir ein paar Zahlen. Schätzungen zufolge hat China 69% des Weltvorrats an Mais, 60% des Reisvorrats und 51% des Weizenvorrats. Die COFCO-Gruppe betreibt eine der größten Nahrungsmittellager weltweit. Es liegt in Dalian, im Nordosten Chinas, in einem Hafen. Es umfasst 310 riesige Silos. Sie enthalten Bohnen und Getreide, die aus dem Inland und Ausland hergebracht wurden. Von hier aus, dem Hafen von Dalian, verteilt China die Lebensmittel im ganzen Land. Man könnte sagen, dass die COFCO-Gruppe für Chinas Nahrungsmittelsicherheit lebensnotwendig ist. Aber für den Rest von uns ist es eine Bedrohung, denn dieses massenhafte Horten von Nahrungsmitteln wirkt sich auf die Welt aus. 69% vom Mais weltweit ist keine kleine Menge. Das ist eine riesige Menge und lässt doch an das denken, was in Ägypten passierte, oder? Alle Länder ringsherum waren von Ägypten abhängig. Ganz genau. Wir sprachen das in der Vergangenheit schon an. Es ist interessant, dass alles miteinander verbunden ist. Viele Lkw-Fahrer weigerten sich beispielsweise, sich bestimmten Pflichtanweisungen der Regierung zu fügen. Und das wird die Verteilung bremsen, weil einige dieser Leute sich nicht mehr verteilen werden. Ja. Noch ein Problem mehr. Doch es gibt noch mehr Probleme. Hier ist ein Artikel aus Farming Ahead. Wer für CBH anbaut, benötigt eine Pflichtimpfung, um liefern zu können. Einige werden also nicht mehr liefern. Denk doch mal darüber nach, wohin das führen kann und worauf wir zusteuern. Weißt du noch, dass wir in vielen Folgen besprachen, aus den Städten herauszugehen? Städte werden sehr gefährliche Orte sein, um darin zu wohnen. Und in der Vergangenheit schrieben wir auch über Küstengegenden und wie gefährlich es sein wird, in Küstennähe zu wohnen. Dieser Vulkanausbruch, den wir gerade hatten, der die Tonga-Inseln verwüstete, ist nur ein Beispiel, was wir noch erwarten können. Geht aus den Städten heraus.
Lass uns anschauen, was wir am 12. März 2020 sagten. Es könnte auch deswegen sein, weil die Regale leer sind. Die Städte sind eine Brutstätte für alles Böse. Und so wie es in den Tagen Noahs war, so soll es sein in den Tagen des Menschensohnes. Und wir haben Beispiele dafür, was mit Städten wie Sodom und Gomorra geschehen ist. Und die Bibel sagt, dass die Erde zerfallen wird wie ein Kleid und ihre Bewohner wie die Fliegen sterben werden. Und es ist so einfach, jemanden in der Stadt unter Quarantäne zu stellen. In all den Städten der Welt schneidet man einfach die Hauptrouten ab. Und innerhalb von Minuten hat man eine Abriegelung, man wird nicht in der Lage sein, zu kaufen und zu verkaufen, und man wird vollständig von der Regierung kontrolliert. Faszinierend ist auch, sie haben gesagt, dass es kaum Patrouillen während dieser Abriegelung gab. Was machen denn die Autoritäten, um solch eine Abriegelung durchzusetzen? Sind diejenigen, die für die Abriegelung verantwortlich sind, etwa immun gegen den Virus? Oder sind sie durch eine Plastikjacke vor dem Virus geschützt, aber sonst niemand? Es gibt da also einige Dinge, die einfach nicht richtig klingen. Aber nichtsdestotrotz, ob es nun real ist oder nur so empfunden wird, ist irrelevant. Was ist die Konsequenz? Und sehen wir, wie sich die biblischen Ereignisse entfalten? Ich glaube, das sehen wir. Lass uns gleich mit einem anderen Ausschnitt weitermachen. Dazu gab es eine interessante Einleitung. Hier ist eine Aussage aus Christus kommt bald, Seite 70. Wenn die Ungerechtigkeit in einem Land überhand nimmt, gibt es immer irgendwo eine Stimme, die warnt und den rechten Weg zeigt, wie damals die Stimme von Lot in Sodom. Doch hätte Lot seine Familie vor vielen Bösen bewahren können, wenn er nicht in dieser sündigen, verdorbenen Stadt seinen Wohnsitz aufgeschlagen hätte? Alles, was Lot und seine Familie in Sodom taten, hätten sie auch von einem Wohnsitz aus tun können, der in einer Entfernung zur Stadt lag. Das ist doch ein sehr guter Rat. Gerade in der vergangenen Woche sahen wir, welches Unglück sich in Städten ereignen kann. Schauen wir uns dazu dieses Video an. Wenn man nicht in der Stadt gewesen wäre, hätte es einen nicht getroffen. Was ist, wenn sich solche Ereignisse häufen? Und was ist, wenn die Gerichte Gottes diese Welt heimsuchen? Und zwar wegen der Ungerechtigkeit. Manchmal macht Gott so etwas oder lässt es zu, damit die Menschen wachgerüttelt werden, nicht wahr? Nun, Martin. Was ist, wenn das in sehr großem Maßstab geschieht? Naja, wir wollen jetzt nicht etwas vorhersagen, sondern nur spekulieren. China hortet in einer Stadt ungefähr 50% der weltweiten Nahrungsmittelversorgung. Was wäre, wenn es ein ähnliches Ereignis geben würde und dieser Vorrat vernichtet wäre? Dann wäre in einem Tag 50% der Nahrungsversorgung der Welt verschwunden. Ja, und sofort wäre man in einer Hungersnot. Wenn man sich die Explosion ansieht, die es im Libanon gab. Dort befanden sich Silos, die ebenfalls gefüllt waren. Und sie wurden zerstört. Wir könnten eine Naturkatastrophe haben, oder wir könnten eine Katastrophe nicht natürlichen Ursprungs haben, oder wir könnten einen Krieg haben. Auch dann würden wir Dinge wie das hier sehen. Was wären die Auswirkungen? And what would be the impact? Now,
Es gibt eine Aussage im Geist der Weissagung, dass kurz vor dem Ende der Krieg toben wird. Ich denke, dass wir über einige dieser Dinge in einer späteren Folge sprechen sollten. Denn ich glaube, dass es an der Zeit ist, nicht nur Nachrichten anzusehen. Wir sehen uns nicht nur die Ereignisse an, die ablaufen, so wichtig sie auch sind. Wir müssen anfangen, uns die geistlichen Folgen zu betrachten. We have to start looking at the spiritual implications. Yes. We have to start looking where must I and where. Wir müssen uns ansehen, wo ich, wo du und wo jeder andere bezüglich ihrer Beziehung zu Gott stehen müssen in dieser unserer Zeit. Ja. Martin, wir haben erst die Anfänge gesehen. Es wird eskalieren. Und jetzt ist die Zeit, diesen Anker zu haben, von dem du gerade gesprochen hast. So ist es. Wir sprachen über all die Katastrophen, wie sie zunehmen würden. Sehen wir uns an, was gerade passiert. Nach einem riesigen Vulkanausbruch, der die Kommunikationsstränge der Pazifikinsel lahmlegte, war das Land Tonga buchstäblich vom Rest der Welt abgeschnitten. Die Explosion hat bis jetzt auch alle Anstrengungen und Notfalleinsätze zum Stillstand gebracht. Es ist 2 Tage her, seitdem der Vulkan von Tonga ausbrach. Die Explosion hüllte Tonga in eine Ascheschicht ein, löste ein Tsunami im ganzen Pazifik aus und die Schockwellen gingen um den ganzen Planeten. Doch nachdem das Telefonnetz immer noch ausgefallen und ein mehr verlegtes Internetkabel durchtrennt ist, ist das wahre Ausmaß der zweifachen Katastrophe des Ausbruchs und Tsunamis noch nicht bekannt. Der Ausbruch war so bombastisch, dass er auf der ganzen Welt registriert wurde und sogar bis ins entfernteste Alaska zu hören war. Er löste Riesenwellen an den Küstenlinien des Pazifiks von Japan bis zu den USA aus. Was auch interessant ist, falls sich jemand das ganze Video anschaut, dass dort ein Top-Wissenschaftler zu sehen ist, der derartige Dinge seit 40 Jahren studiert. Er sagt, dass das eine totale Überraschung war und dass sie nicht erwarteten, dass etwas derartiges geschieht. Nichts davon. Nun, es gibt da draußen einige Verschwörungstheorien, dass bei einigen dieser Naturkatastrophen menschliche Manipulation nachgeholfen hat. Ob dem so ist oder nicht, ist genau genommen irrelevant. Das stimmt. Was herauskommt, zählt. Immer. Uns wurde gesagt, dass es Naturkatastrophen geben würde, auf dem Meer, an Land, und dass es ein völliges Durcheinander in der Natur geben würde. Und genau das sehen wir. Ob der Mensch da nachhilft oder nicht, ob das die Harp-Technologie ist, es spielt keine Rolle, was es ist. Unter dem Strich bleibt es gleich. Whatever it is, it doesn't matter. The outcome remains the same. The other thing. Das andere, worüber wir sprachen, ist der schnelle Fortschritt dabei, den Menschen Technologien verbessern zu wollen. Dieses Human Enhancement. Wie weit hat sich das in den 100 Folgen, als wir anfingen, darüber zu sprechen, bis zum heutigen Zeitpunkt entwickelt? Ja. Wie weit sind sie schon, was Eingriffe in dein Denken betrifft, sodass sie es nicht nur verändern können? Enhancement. Ja, verbessern, wie sie es nennen, sondern tatsächlich kontrollieren. Das ist schon interessant. Richtig. Wenn man sich die Verschwörungstheorien da draußen ansieht, wir müssen das sagen, Verschwörungstheorien, dann sagen sie, dieser Impfstoff könnte Nanopartikel enthalten. Das ist schon interessant, oder? Und diese Nanopartikel könnte eine Art Netz bilden, wodurch sie einen tatsächlich durch bestimmte Frequenzen kontrollieren können. Wodurch sie einen tatsächlich durch bestimmte Frequenzen kontrollieren könnten, besonders 5G fällt einem dazu ein und so weiter. So denkt man da draußen darüber. Wir sind nicht auf dieser Schiene, wir sagen nur, so ist es, aber die Webseite des Weltwirtschaftsforums sagt eindeutig, dass sie in diese Richtung gehen wollen. Ja. Human Enhancement. Die Kontrolle über das Denken der Menschen. Kontrolle darüber, was du machst, wie du es machst, etc. Gehen wir einen Schritt weiter. Hier ist das Neuralink-Projekt. Das stammt vom Cold Spring Harbor Laboratory. Integrierte Gehirnmaschine-Interface-Plattform mit tausenden von Kanälen. Das ist natürlich Elon Musk und seine Neuralink-Technologie, von der er schon länger spricht. Eine faszinierende Sache. Ja, sehr interessant. Hier ist eine kurze Zusammenfassung des Artikels.
Gehirn-Maschine-Interfaces sind vielversprechende für die Wiederherstellung der sensorischen und motorischen Funktion und für die Behandlung neurologischer Störungen. Könnte das deine Art zu denken beeinflussen? Wenn jemand schließlich einen Neuralink eingesetzt bekommt, was geschieht dann? Es kann im Grunde irgendwo, nun überall in ihrem Gehirn anknüpfen. Es könnte also etwas sein, das Probleme mit dem Sehen behebt, ihnen vielleicht ihr Augenlicht wiedergibt, sogar wenn sie den Sehnerv verloren haben. Etwas in der Art. Wirklich? Ja, ja, absolut. Oder das Gehör. So ziemlich alles. Nun ja, es könnte so ziemlich alles reparieren, was mit dem Gehirn nicht stimmt. Sie sprachen über medizinische Fragen und es hört sich wie eine wirklich wunderbare Angelegenheit ein. Aber was ist, wenn es einen anderen Aspekt dabei gibt, dass deine Realität kontrolliert wird? Dann würden wir uns in den Bereichen von Science Fiction bewegen, nicht wahr? Richtig. Wir haben darüber gesprochen. Das Metaverse. Und du könntest genau genommen in einer Matrix leben. In einer unrealistischen Welt, die für dich geschaffen wird. Wir springen jetzt in die Gegenwart. Das ist 2022. Sehen wir doch, wo wir heute stehen. Ich habe kürzlich den Oculus Quest 2 ausprobiert. Omar und ich hielten sogar ein Treffen in Metas Horizon-Arbeitsräumen ab. Ich persönlich machte die Erfahrung, dass es mäßig Spaß war, allein schon wegen des Neuheitsfaktors. Aber nachdem ich für einige Minuten damit herumgespielt hatte, fühlte ich mich durch den hellen Bildschirm von meinen Augen immer irritierter. Zudem machte ich eine Art Bewegungskrankheit, eine Motion Sickness durch, die Elon hier weiter beschreibt. Wenn Sie ein Videospiel auf Ihrem Computer oder Ihrer Konsole spielen, dann können Sie in einer Art Ego-Perspektive sein und sich schnell bewegen, ohne Motion Sick zu werden. Doch wenn Sie versuchen, das mit dem Tempo, mit der VR-Brille zu machen, dann werden Sie Motion Sick. Es ist okay. Es fühlt sich nicht an, als ob das unbedingt die Antwort wäre. Wenn man jetzt einen Neurallink im Gehirn hat, sodass man diesen Bildschirm nicht hat? Ja, ein Neurallink, ein hochentwickelter, langfristiger Neurallink, könnte Sie vollständig in eine virtuelle Realität versetzen. Also Martin, wir können virtuelle Realität verändern. Wir können Sie Dinge sehen lassen, die nicht existieren. Und du wirst denken, dass sie real sind. Das ist doch sehr interessant, oder? Interessant? Ich hoffe, dass es für die Leute auch ein wenig gruselig ist. Auf jeden Fall. Sobald man anfängt, in die Realität einzugreifen und eine virtuelle Realität schafft, dann nimmt man die Menschheit von ihren Wurzeln weg. Denn Gott setzte uns in eine Realität. Er setzte uns nicht in eine Matrix. Obwohl Satan die Welt gern glauben machen möchte, dass Gott uns in eine Matrix setzte. Er setzte uns in eine Realität. Er setzte uns in eine greifbare, physische Welt. Er setzte uns in einen Garten. Aber hier haben wir eine virtuelle Realität. Wenn wir zu einigen dieser alten Filme zurückgehen, in denen sie zeigten, wie die Zukunft sein werde, spielte diese virtuelle Realität eine Rolle. Besonders, wenn die Welt in einer ziemlich zerstörerischen Phase ist, kann man eine Realität schaffen, die nicht real ist. Und genau das geschieht. Die Welt löst sich auf und das Leben da draußen, da will man nicht mehr teilhaben. Ganz genau. Also schaffst du dir deine eigene Realität. Dir gehört nichts und du bist glücklich. Wäre das eine Möglichkeit? Ich denke, dass die Pläne dahin gehen. Dahin gehen die Pläne. Sobald man das tut und die Realität entfernt, dann kann man Entscheidungen nicht mehr aufgrund von Realität fällen. Du müsstest sie auf eine virtuelle Realität gründen, die keine Realität ist. Meine Frage lautet, wird Gott das zulassen? Wenn er es tut, wenn Gott das zulässt, dann erlaubt er, dass Menschen Entscheidungen aufgrund von etwas treffen, das nicht real ist. Das kann man nicht nachvollziehen. Ich kann nicht sehen, wie das geschehen sollte. Wir sind also in einer Zeit, wie sie in den Tagen Noahs war, als Vermischung und vielleicht eine Technologie wie diese eingeführt wurde und Gott sagte, alles Trachten des Herzens ist allezeit böse und er diese Situation beseitigen musste. Interessanterweise wurde immer wieder von diesem Metaverse gesagt, über das wir sprechen,
dass sie leider die Altersbeschränkung oder so etwas darin nicht kontrollieren könnten. Man kann nicht kontrollieren, was die Leute darin machen. Das ist interessant. Sie wollen mit Versuchen am Menschen, bei dem dieser Neuralink-Prozessor eingepflanzt wird, in diesem Jahr anfangen, 2022. Sie beginnen damit, gelähmten Menschen zu helfen. Aber das ist nur der Anfang. Dann gehen sie in die nächste Phase. Wenn man es so nimmt, man fängt an, dass jeder sich darüber freut, und von da an macht man weiter, es einzuführen. Richtig. Was wäre, wenn man eine Computerverknüpfung mittels, na, sagen wir mal, Injektion herstellen könnte? Wäre das eine Möglichkeit? Wird diesbezüglich in der Welt viel spekuliert? Ich las erst einen Artikel darüber, dass Google und noch jemand, der Name fällt mir nicht ein, an diesen Nanobots arbeiten, die sie für medizinische Zwecke nutzen wollen. Richtig. Aber wofür kann man sie noch verwenden? In unserem Körper. Es ist auch interessant, dass viel darüber gesprochen wird, dass das in die Nahrungsmittel eingebracht werden soll. Man spricht von Graphenoxid und Magnetismus und all diesen Sachen. Wir machen tatsächlich selbst einige Experimente und wir fanden in einigen weit verbreiteten Frühstückssachen diese magnetischen Partikel. Was haben die darin zu suchen? Als wir uns ältere Packungen ansahen, gab es keine darin. Aber es gibt sie in einigen der moderneren. Sehr seltsame Dinge geschehen da. Wir sagten schon immer, dass die Welt sich nicht zu einem besseren Platz entwickelt. Nein. Die Spirale geht definitiv abwärts. Und wir werden darüber sprechen. Aber egal, wer das Sagen hat, es wird abwärts gehen. Dann besprachen wir natürlich auch dieses Wechselspiel, diese Hegelsche Dialektik zwischen den Linken und den Rechten. Und die Leute werden so hitzig, denn sie glauben an eine der Ideologien, entweder die der Linken oder der Rechten, und verteufeln die andere. Aber das ist eine der besten Strategien Satans, um die Menschheit in ein Synthesespiel zu treiben. Manchmal ist es schwer zu verstehen, wie das vor sich geht. Und die Leute denken, oh, der lehnt sich nach links oder nach rechts. Aber wir blieben immer dabei, nein, wir sind nur Beobachter. Ganz genau. Wir stehen außerhalb dieses Szenarios. Und ob jetzt die Linken das Sagen haben oder ob die Rechten das Sagen haben, sobald es mit Geheimgesellschaften in Verbindung steht, nennen wir es beim Namen. Wann immer es mit dem Papsttum in Verbindung steht, dann muss man wissen, dass eine Agenda dabei ist, die die natürliche Welt übersteigt und wir uns in die spirituelle Welt bewegen. Sie sind miteinander verbunden. Man kann das nicht voneinander trennen. Und wir werden eine Erfüllung biblischer Prophetie sehen. Ob jetzt die Linke, dessen Speerspitze ist, oder die Rechte, ist dabei irrelevant. Was sagten wir im Juni 2020? Erinnere dich daran, was die Prophetie sagt, nämlich, dass der Protestantismus dem Tier ein Bild machen wird, dass der Protestantismus seine Macht dem Tier geben wird. Die Könige der Welt werden ihre Macht dem Tier geben. Das heißt, sie werden wieder die päpstliche Oberherrschaft anerkennen und sich die Macht des Staates ausleihen, um die Ziele des Papsttums zu fördern. Und jeder, der nicht mitmacht, wird verfolgt werden. So lautet das biblische Narrativ. Man hat also diese Macht auf der einen Seite, die die Menschheit hervorhebt, und auf der anderen Seite die Macht, die Christus emporhebt. Welcher von beiden wirst du gehorchen? Gibt es nun irgendwelche Zeichen, dass man wirklich daran arbeitet, den Protestantismus mit dem Katholizismus zu vereinen? Als mächtige Einheit, die am Ende wiederum Gottes Volk verfolgen wird? Gestern Nacht hielt er nur auf der anderen Straßenseite des Weißen Hauses vor der episkopalen St. Johanneskirche eine Bibel hoch. Heute wird er den Schrein von St. Johannes Paul II. Besuchen, der sich ebenfalls in Washington D.C. befindet. Hier hast du eine protestantische und eine katholische Handlung.
Trump unterschrieb während der Mittagszeit eine Präsidentenverordnung, die besagt, dass das Weiße Haus die Unterstützung religiöser Freiheit weltweit priorisiere. Wobei wir aufs Neue klarstellen müssen, dass das Papsttum erklärte, dass man nur so lange religiöse Freiheit hat, solange sie dem Gemeinwohl dient. Ja. Ein Foto, das hinter den Kulissen aufgenommen und auf Melanie Trumps Instagram-Account gepostet wurde, zeigt die Trumps, wie sie im Gebet im Inneren des Schreins knien. Würde ein Protestant das machen? Würde ein Protestant in einen katholischen, heiligen, geweihten Schrein hineingehen? Ist es ein Signal, dass ein protestantischer Präsident willig ist, sich selbst und seine Knie vor katholischen Prinzipien zu beugen? Sehen wir, wie die Lücke sich schließt? Ich denke schon. Man muss schon blind sein, um es nicht zu sehen. Man müsste schon blind sein. Ja, definitiv. Fängt es an, dass sich ein Bild des Tieres herausbildet? Das geschieht so ungeniert vor unseren Augen. Ich kann einfach nicht verstehen, wie einige das einfach nicht sehen können. Ich verstehe das auch nicht. Aber wir haben einige sehr prominente Leute, die sagen, da bildet sich kein Bild des Tieres heraus. Ja. Und wohin ich auch in die Medien schaue, sehe ich, wie sich das Bild des Tieres herausbildet. Ich weiß nicht, ob ich andere Brillengläser habe. Ist mit Ihnen etwas nicht in Ordnung? Vielleicht müsstest du sie ein wenig besser putzen. Nun, Martin, als wir damals über diese Dinge sprachen, war Donald Trump immer noch der Präsident der Vereinigten Staaten. Jetzt haben wir einen anderen Präsidenten, der sich mehr nach links lehnt, richtig? Ist er irgendwie weniger für das Papsttum eingestellt? Nein. Nein, das ist hegelsche Dialektik. Sehen wir uns an, was Donald Trump am 27. August 2020 bei diesem Interview sagte. Wenn Sie eine Botschaft an unsere Zuschauer weitergeben möchten, was wäre das momentan? Nun, ich denke offen gesagt, dass jeder, der mit Religion zu tun hat, aber vor allem die katholische Kirche, mit Präsident Trump sein muss. Wenn es um das Bejahen des ungeborenen Lebens geht und all diese Dinge. Diese Leute wollen alle ihre Rechte wegnehmen, vor allem den zweiten Zusatzartikel der Verfassung. Katholiken lieben ihren zweiten Zusatzartikel. Ich rettete diesen Zusatzartikel. Wäre ich nicht gewesen, hätten sie keinen zweiten Zusatzartikel mehr. Auch pro Leben ist doch ihr großes Thema. Ich garantiere Ihnen, dass sie nicht auf der Seite wären, wenn die radikale Linke übernimmt, ihn herumschubsen wird, als ob es nichts wäre. Findest du das nicht faszinierend? Er ist derjenige, der sagt, dass die Kirchen sich öffnen sollten und dass die Kirchen sich auf die Seite seiner Philosophie stellen sollten. Besonders die römisch-katholische Kirche, denn, wie er sagte, ist deren Philosophie im Grunde seine Philosophie. Vergiss nicht, dass er auch von Jesuiten ausgebildet wurde. Ich finde das sehr interessant. Das ist genau das, was wir in der Bibel sehen. Dass nämlich das Malzeichen des Tieres erzwungen werden wird. Von einem Konglomerat aus Kirche und Staat. Ja, nehmen wir nur einmal an, dass diese Philosophie diejenige wird, die die Macht ausübt. Dann liegt es überaus nahe, dass religiöse Gesetzgebung wieder ins Spiel kommt, um vor dem Chaos draußen in der Welt zu schützen. Das stimmt doch. Trumps Wahlkampfberaterin Jenna Ellis sagt, Trennung von Staat und Kirche ist eine liberale Lüge. Nun, Martin, da sprach die Rechte, stimmt's? Jetzt ist Joe Biden der Linke, der zweite katholische Präsident der USA, und er wurde von Papst Franziskus wie ein lang verschollener Bruder begrüßt. Ja. Es ist offensichtlich, dass alles, wofür er steht, das Gegenteil dessen ist, wofür das vorherige Regime stand. Und doch fördern sie dieselbe Agenda. Ist das hegelsche Dialektik? In Vollendung. In Vollendung. Man könnte es nicht besser haben. Man hat Menschen, die sich gegenseitig bekämpfen, aber beide Parteien haben letztendlich das gleiche Ziel. Genau dasselbe Ziel. Das ist unglaublich. Und wir sagen das schon seit sehr langer Zeit. Es entfaltet sich jetzt vor unseren Augen und dennoch glauben Leute, dass sie sich für eine bestimmte Seite entschieden haben, während sie tatsächlich alle im gleichen Bus sitzen.
Und das ist noch nicht vorbei. Denn die Midterms, die Wahlen für den Kongress stehen an und eine Wiederwahl, aber darüber werden wir noch sprechen. Aber behalte das alles im Hinterkopf, wir werden noch darüber sprechen. Wäre es nicht urkomisch, wenn wir eine Neuauflage von Trump gegen Hillary hätten? Schreibt das noch nicht ab. Am 9. Oktober 2020 ließen wir Biden auch zu Wort kommen, richtig? Hören wir uns das an. Während meines ganzen Lebens im öffentlichen Dienst leiteten mich die Grundsätze der katholischen Soziallehre, die quer durch alle Glaubensbekenntnisse geht. Und das erinnert mich an meine erste Begegnung mit Papst Franziskus 2013, als ich das Privileg hatte, seiner Amtseinführung im Vatikan beizuwohnen. Als ich ihn begrüßte, sagte er: Herr Vizepräsident, Sie sind hier immer willkommen. Ich lebe in einem wunderbaren Land. Wir alle leben in einem wunderbaren Land, in dem ein irisch-katholischer Junge aus Scranton, Pennsylvania, sich eines Tages mit einem jesuitischen Papst befreundet. Aber so sind wir als Land. Ein Land, in dem alles möglich ist. Ich halte es für spannend, dass Bidens Lager genauso religiös ausgerichtet ist wie das andere Lager. Wir neigen ja gerne zur Ansicht, dass Trumps Wahlkampagne und Trumps Lager dem Nordkönig näher stehen. Doch in vielerlei Hinsicht steht Bidens Lager ihm näher als das von Trump. Denn Biden erwähnte die katholische Soziallehre. Und die Demokraten haben ein Manifest und eine Vision, die der katholischen Soziallehre viel näher stehen als das Lager Trumps. Ja. Also sitzt der Nordkönig in beiden Lagern. Und es spielt nicht wirklich eine Rolle, wer gewinnen wird. Der Aufstieg der Weltanschauung des Nordkönigs findet gleichermaßen in beiden Parteien statt. Es spielt also überhaupt keine Rolle, wer die Wahl gewinnen wird. Das prophetische Szenario wird sich erfüllen. Weißt du, wie interessant das ist, Martin? Es spielt keine Rolle, auf welchem Pferd du sitzt. Es wird in eine bestimmte Richtung laufen. Wenn man einen Wechsel von dem einen zum anderen hat, und diesen Wechsel haben wir beständig, dann können bestimmte Agenten hervorgehoben werden. Und wenn diese Agenten überaus unpopulär werden, dann wechselt man eben das Pferd. Ja. Das hat die gleiche Ideologie. Aber wie viel bleibt vom alten Pferd noch? Alle Dinge, die die vorherige Regierung eingeführt hat. Von der gegenwärtigen wurde nicht alles wieder umgedreht. Sie bekommen also all die Dinge hinein, die sie wollen. Genau. Wenn etwas nicht so populär ist, dann wechselt man einfach das Pferd. Ja, sie machen einfach mit dem gleichen Narrativ weiter. Die Leute sagen, naja, dann finden wir uns eben damit ab. Bis sie von denen auch genug haben und das Pferd wieder gewechselt wird. Das ist eine sehr brillante Strategie. Es ist These, Antithese, Synthese. Und die Spirale geht immer abwärts, egal auf welchem Pferd man gerade sitzt. Ja, und das eine gibt einfach dem anderen die Schuld. Richtig. Einige sagen, dieser Präsident ist der unpopulärste Präsident. Aber geht ein paar Jahre zurück und denkt an Präsident George W. Bush Jr. Wie populär war er? Und doch schaffte er es, alle seine Strategien durchzudrücken und dann wurde das Pferd gewechselt. Und nichts änderte sich. Wenn wir uns mit deren Philosophie befassen wollen, können wir zum 15. Oktober 2020 springen und ansehen, was wir damals sagten. Martin, das liegt schon eine Weile zurück. Jetzt haben wir schon 2022. Um zu verstehen, worum es geht. Ich möchte den Zuschauern ein englischsprachiges Buch vorstellen. Es heißt Ecclesiastical Megalomania von John Robbins. Ein sehr spannendes Buch, wenn man mehr über die Soziallehre der Kirche von Rom und die römische katholische Wirtschaftsprinzipien erfahren möchte. Wäre es ratsam, dieses Buch zu lesen. 1948 erklärte der Jesuit Cavalli die politische Strategie des römischen Kirchenstaats in La Civiltà Cattolica.
Hier heißt es, die römisch-katholische Kirche, die durch ihre göttlichen Vorrechte davon überzeugt ist, die einzig wahre Kirche zu sein, muss für sich alleine das Recht auf Freiheit beanspruchen. Denn solch ein Recht kann man nur durch die Wahrheit und niemals durch Irrtum besitzen. In einem Staat, in dem die Mehrheit katholisch ist, wird die Kirche vorschreiben, dass dem Irrtum die legale Existenz verwehrt wird, und falls religiöse Minderheiten existieren, werden sie nur eine de facto Existenz haben, ohne die Möglichkeit, ihre Glaubensvorstellungen zu verbreiten. Das ist jesuitisches Denken. Wenn du zu einer Gruppe gehörst, die der Bibel glaubt, die glaubt, dass Jesus der einzige Weg zur Erlösung ist, die glaubt, dass die Bibel die Norm und der Standard für dein Leben ist, die glaubt, dass Gottes Gesetz als Ganzes in allen 10 Geboten verpflichtend ist, wirst du in den Augen dieser Kirche ein Greuel sein. Ayn Rand hatte recht, als sie 1967 schrieb, die katholische Kirche hat die Hoffnung nie aufgegeben, die mittelalterliche Verbindung von Staat und Kirche wiederherzustellen, mit dem Endziel eines globalen Staates und einer globalen Theokratie. Weiter schreibt er, der römische Kirchenstaat im 20. Jahrhundert ist jedoch eine Institution, die dabei ist, sich von einer tödlichen Wunde zu erholen. Das ist biblische Sprache von einem Wirtschaftler. Sofern und sobald er seine völlige Macht und Autorität wiedererlangt hat, wird er ein Regime durchsetzen, das unheilvoller sein wird als alle, die dieser Planet bisher gesehen hat. Und falls die Leute uns immer noch nicht glauben sollten, dann lass uns nur ein paar Aussagen des Papsttums betrachten, um zu zeigen, dass diese Enzyklia in völliger Übereinstimmung mit den Vorstellungen des Papsttums ist und gar nichts mit Brüderlichkeit und Nächstenliebe zu tun hat, sondern mit Größenwahn und Machthunger. Martin, ich habe eine Frage an dich. Wenn diese Macht anfängt, die Menschheit in ihre Hand zu bekommen, dann werden wir ein autoritäres Regime sehen, wie wir es im Mittelalter sahen. Und ich möchte die Zuschauer nur etwas fragen. Was passiert gerade in Australien? Ja, was geschieht gerade in Österreich? Was geschieht in Österreich? Was geschieht an so vielen Orten in der ganzen Welt? Auch wenn einige der Pandemie-Sachen scheinbar abnehmen, spielt das keine Rolle. Die Agenda wird weiter bedient und gefördert. Und Kirche und Staat, vor allem im zweiten Tier, also USA, bewegt sich eindeutig von beiden Seiten auf das Ziel zu. Sie bewegen sich auf das Ziel zu. Hier haben wir einen Artikel aus der New York Post vom 16. Januar 2022. Ehemaliger Berater von Clinton sagt, dass es eine gute Chance für eine Neuauflage eines Wettkampfs von Hillary und Trump gibt. Ob das jetzt stattfindet oder nicht, ist genau genommen irrelevant, wie wir schon in unserem Gespräch festgestellt haben. Es hängt davon ab, welches Pferd man satteln will. Und wenn Sie den ersten Vers nochmal wiederholen wollen und ersten und zweiten Vers zusammensingen, dann sei es so. Wenn die Menschheit willig ist, so ein lächerliches Szenario zu schlucken, dann lassen Sie es tun. Es sieht so aus, als ob die Menschheit getäuscht werden will. Es sieht wirklich so aus. So ist es doch. Wir müssen nicht alles lesen. Sie sagen, es könnte eine gute Chance sein, dass es so stattfindet. Und sie machen sich sogar darüber lustig. Hier ist eine Karikatur, die kürzlich im Januar bei den Cartoons von Fox News erschien. Was ist das für ein fürchterlicher Gestank? Für mich stinkt das nach Korruption. Hier steht, Ruhe in Frieden, Hillarys Chance für eine Präsidentschaftswahl. Es sieht nach einem Aufstehen aus dem Grab aus. Sie spekulieren also darüber, weil Biden ja so unpopulär ist. Ich frage mich, wer diesmal die Runde gewinnen könnte.
ob die Leute das gleiche Spiel nochmal mitspielen und sich aufgeregt freuen, ohne zu erkennen, dass sie in einem Spiel mit hegelscher Dialektik mitspielen. Weißt du, als Beobachter wird man emotional nicht hineingezogen. Das darf man auch nicht. Und dann, wenn man emotional nicht eingebunden ist, kann man tatsächlich versuchen nachzuschauen, was die biblische Perspektive von all dem ist. Sogar wenn es so kommen sollte. Es spielt auch keine Rolle, wenn es nicht so kommt. Aber wenn es passieren sollte, wird der Schlachtplan unverändert bleiben. Wir bewegen uns darauf zu, dass die Könige der Welt ihre Macht dem Tier geben. Und sobald sie so darin eingebunden sind, dass sie keinen Rückzieher mehr machen können, gibt es nur noch eines für sie zu tun: diesen Schritt nach vorne und ihre Macht dem Tier geben. Und dann wird das Ende kommen. Martin, wir sprachen auch über Entvölkerung. Es war kein besonders beliebtes Thema. Und wir wurden Verschwörungstheoretiker genannt. Zumindest nannten wir die Folge Verschwörungstheorien. Hervorragend. Ich bin froh, dass wir das taten. Aber was interessant ist, dass einige der Webseiten, die wir zeigten und zitierten, anscheinend in der Zwischenzeit verschwunden sind. Zumindest dieser Teil. Ja, aber andere Leute griffen es auf und sprachen darüber. Und es ist sehr interessant, was gegenwärtig in der Welt passiert. Die Zukunft wird es zeigen. Jedenfalls sagten wir nie selbst etwas, sondern wir zitierten nur, nicht wahr? Richtig. Niemand kann uns Verschwörungen vorwerfen, wir haben einfach zitiert. Nun gut, lass uns einfach ansehen, was wir damals sagten. Das kommt direkt von ihrer eigenen Website und sie führen hier aus, warum sie diesen massiven Rückgang in der Bevölkerung vorhersagen. Wir werden uns das gleich ansehen. Es tut uns leid, viele von Ihnen mit unseren Vorschauen zu enttäuschen. Es wird seit dem Anfang der Vorkrise im Jahr 2007 jedes Jahr schlimmer. Darüber sagen Sie nichts weiter. Hier ist ein sehr interessanter Satz. Die Zahl selbst ist nicht wichtig. Bedeutsam ist die Tatsache, dass sich das Szenario über die anfänglichen Bedingungen mit einer Sterberate von 50% zu mehr als 90% hinaus entwickeln kann. Das ist interessant, dass 90% dahingerafft werden. Übrigens ist in diese Vorhersage weder eine Pandemie noch ein Atomkrieg einbezogen. Sie sprechen hier von einer Pandemie, aber in diese Vorhersage, in diesem Fall ist keine Pandemie und kein Atomkrieg enthalten. Also, was wird diese Bevölkerung auslöschen? Ich weiß es nicht. Aha, nun wird es interessant. Jetzt müssen wir unsere grauen Zellen aktivieren. Ja. Südafrika. Nur Interesse halber. Die Bevölkerung von 55 Millionen wird auf 46 Millionen zurückgehen. Das ist ein Bevölkerungsrückgang um 9 Millionen Menschen, was schon beträchtlich ist, wenn man sagt, dass in den nächsten 5 Jahren fast 10 Millionen Menschen sterben werden. Das ist ziemlich schockierend. Das muss ja auch noch Geburten und Todesfälle enthalten. Ja. Mit all dem geht es immer noch um 9 Millionen zurück. Und wenn man von Deutschland spricht, fast 50 Millionen der Bevölkerung werden sterben. Von den 80 plus Millionen. Das ist über alle Maßen schockierend. Ja, das ist es. Lass uns die armen Vereinigten Staaten von Amerika ansehen. 2017 eine Bevölkerung von 327 Millionen. Sie sagen vorher, dass sie auf 100 Millionen fallen wird. Das ist riesig. Was wird da geschehen mit 227 Millionen Menschen? 2/3 der Bevölkerung verschwunden. Weg. Werden sie alle nach Mexiko umziehen? Ich weiß nicht. Das wäre... Das ergibt keinen Sinn. Sie versuchen einem das zu erzählen, aber... Werden sie nach Kanada umziehen? Nein, weil Kanada auch runtergeht. Auch Kanada? Also ziehen sie definitiv nicht irgendwo um. Okay. Und das ist laut ihnen keine Pandemie. Und ist auch kein Krieg. Nun, Martin, darüber wird immer noch gesprochen, richtig? Und wir sind noch nicht im Jahr 2025, also können wir nicht sagen, ob diese Vorhersage sich erfüllt. Aber mit Sicherheit gibt es eine Anzahl von Hinweisen, dass im Staate Dänemark nicht alles in Ordnung ist.
wie das Sprichwort sagt. Was können wir in den nächsten paar Jahren erwarten? Was wird von der Wiederkunft Christi das Szenario sein und was wird der Zustand der Welt sein? Nun, nach der Bibel kein schöner Ort. Wird der Sohn des Menschen bei seinem Kommen noch Glauben finden? Das ist die erste Frage. Wenn er nicht kommen würde, würde kein Fleisch bestehen, so sagt die Bibel. Und aus diesem Grund wird die Zeit verkürzt, richtig? Martin, ich stehe immer noch zu allem, was wir in den letzten 100 Folgen sagten. Wir haben uns nur mit den harmlosen Themen befasst. Aber wie man sehen kann, sind diese harmlosen Themen gar nicht harmlos. Nein, sie schneiden schon etwas an. Sie schneiden ziemlich ernste Themen an, wie etwa die Vernichtung eines großen Teils der Menschheit. Wie sich das alles entfalten wird, werden wir sehen, wenn das Jahr 2022 fortschreitet. In unseren nächsten Folgen werden wir einige der anderen Themen anschneiden. Auch eine Rückschau. Wir werden mit der Rückschau weitermachen und anschauen, was wir damals sagten und wo wir jetzt stehen. Doch leider sind viele der Dinge, die wir vorhergesagten, und viele der Dinge, die man gegenwärtig vorfindet, in gewissen Medien nicht länger hinnehmbar. Nein. Also denke ich, dass wir auf anderen Medien umschalten müssen. Ja, auf eine andere Plattform. Auf eine andere mediale Plattform, um diese Informationen bringen zu können. Sodass die Zuschauer schon wissen, dass die nächste Folge nicht auf dieser Plattform sein wird. Nein. Das war jetzt also ein Rückblick auf 100 Folgen und wir haben nur ein paar Dinge angeschnitten. Nun, das hier war Folge 24 und noch 3/4 der Folgen liegen noch vor uns. Wir werden natürlich nicht alles ansehen. Wir werden nur 2 Folgen machen und dann weitermachen mit diesem anderen wichtigen Thema. Was bedeutet das für unser geistliches Leben? Wir müssen anfangen, uns auf diese Dinge zu konzentrieren. Möge Gott des Himmels uns Weisheit geben, wenn wir in ein weiteres Jahr voller Schlaglöcher hineinfahren. Wir wissen nicht, was es uns bringt, aber wir wissen, was die Prophetie sagt. Und wir haben in dieser Folge gesehen, dass die Abwärtsspirale, für deren Annahme sich die Menschheit entschieden hat, wahrscheinlich weitergeht. Was du gerade sagtest, ist so wichtig. Ich möchte das einfach wiederholen. Wenn Jesus kommt und die Übeltäter vernichtet, wird es ihre eigene Wahl sein. Es wird aufgrund ihrer eigenen Wahl geschehen. Und gar viele Seelen rufen, wie lange noch, Herr? Wie lange noch? Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir leben in keiner rosigen Welt. Und so viele Menschen sind verzweifelt. Herr, du weißt, wie viele Briefe uns erreichen, wie viele Menschen völlig verzweifelt sind. Und Herr, es ist schlichtweg nicht möglich, überall, wo es benötigt wird, Balsam aufzutragen. So müssen wir eine größere Hand oben anrufen, dass sie das tut. Aber Herr, wenn wir die Informationen an die Menschen weitergeben können, damit sie notwendige Entscheidungen treffen, um an jenem großen Tag bestehen zu können, dann wäre das ein wunderbarer Schritt nach vorne. So möchte ich dich bitten, Herr, dass du nicht nur dieses Missionswerk, sondern auch die Zuschauer und jeden anderen gebrauchen mögest, um das Wort weiterzugeben, damit die Menschen für diesen großen Tag vorbereitet sind und bestehen. Wer wird bestehen können? Das ist die Frage, die die Bibel stellt. Und das ist eine Frage, die wir beantworten müssen. Schenke uns Weisheit für dieses Ende. In Jesu Namen. Amen. Amen.